Leute, hier ist ein Bubble Tea aus einem anderen Winkel mit einem Black Profile vor dem Sektor. Yes. Zweite Folge von Team Bubble Tea so. Ich hab vergessen, wie die Serie heißt. Okay, zweite Folge halt. Zweite Folge, ihr wisst Bescheid. Im Sektor, viele Leute haben danach gefragt. Sehr beliebt. Viele Leute haben auch gefragt. Ein paar Spielmoves und so, OTKs und so. Aber die werde ich mir jetzt nicht zeigen, weil eigentlich ist alles OTK. Du hast die Diamantes, OTK, du hast mit MST, mit Heavy Storm, mit Call, mit Schwert. Eigentlich ist alles ein OTK. Deswegen ist das Deck auch relativ gut. Michi, Flame Pistol hier. Also erstmal das Deck-Profile, dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Eine Libelle. Jo, Standard. Drei Centipede. Drei Ladybug. Jo. Ein Hornet. Stopp! Wieso Hopper? Hopper, einfach nur so. Also die meisten Spieler nicht Hopper. Also ich hatte ihn noch drin von Ding, als ich noch mit Insektenimitation gespielt habe, aber... Ich weiß nicht, ich überlege mir den zu kicken, also mal schauen. Okay. Vor allem, Ruling zu dem wurde wieder geändert, also First Turn kann man ihn nicht machen. Und man kann ihn nicht zweimal in einem Zug machen. Was? Wieso nicht? Das wurde einfach geändert, das darf man nicht mehr machen. Und deswegen hat er sehr viel an. Also First Time war halt OP, weil du kannst ja alle Zugen First Time, was zumindest ja, gut deswegen damit hat man ihn früher gespielt, aber jetzt wurde das halt geändert. Okay. First Time nicht mehr und zweimal im Zug darf man ihn noch machen. Also mit Libelle und so kannst du halt nicht mehr das machen. Centipede und dann Centipede searchen. Geht halt nicht mehr. Das ist broken. Deswegen würde ich den vielleicht kicken. Weißt du schon, wie war's? Nein. Okay. Dann halt einige Diamantes für OTKs und... Standard also, Insektor-Engine. Kommt immer gut. Jo, zwei Tourguide. Viele Leute spielen kein Tourguide mehr, aber Tourguide einfach beste Karte. Tourguide kann einfach sein, was du willst. Kann man überall einfach rennen. 2-5 Beatstick, wenn du willst. Ein Monster... Banish, das Monster zurückholen, wenn du willst. Sandman's, wenn du willst. 3000 Liter. Das ist einfach, was du willst, weißt du. Jeder, der das nicht spielt, ist dumm. Zwei Cutcars. Wie kommen die? Naja. Naja? Ist okay, ich weiß nicht. Ich bin von der Karte nicht so überzeugt. Also nicht in dem Deck. Ich find's ja gut. Normal Summon eigentlich zu wichtig in dem Deck für sowas. Ja, First Name ist schon gut. First Name mit Schutz ist schon gut. Ist, naja. Das Deck spielt nicht so viel Schutz, also nicht so wichtig. Okay. Dann ein DAD Boss Monster. Oh yes, beste Karte im Deck. Oh. Come on. Dann noch. Zwei Maxim-Kombo mit Gott. Mhm. Finde ich momentan eigentlich ganz gut. Viele mächtige Decks, die viel special. Dann einfach damit du überlebst und dann dem Gegner in der nächsten Runde einfach alles wegschießt. Verständlich. Und so einfach damit du schnell an Kombo-Pieces kommst. Ja. Einfach schnell, ein schnelles Plus 1. Eigentlich besser als Karten und dann stoppst du deinen Gegner, machst schnell Plus 1, ziehst Karten und dann. Aber Kalk wäre schon mächtig, weil wenn du Roasted bist und einfach hörst, dann... Ja, es ist nicht so schlecht, aber... Okay. Es gibt besseres, mal schauen. Monster Lineup. Also, es gibt auch die Variante mit Insektenimitation. Und dann ist Katka gar nicht so schlecht, weil dann kannst du den auch tributen, wenn er mal gewählt wird oder so. Ja. Für Level 3. Aber deswegen ist Katka auch gut, es fängt halt Wähler und andere aber Scheiße ab. Ich spiel's momentan ohne Imitation, finde ich nicht so gut. Okay. Also kam halt nicht so oft durch beim Testen. Warte. Zauberkarten ganz normal. Wie die Amerikaner sagen, Holy Trinity, bla bla. Ja. 3 MST, beste Karte. Combo Deck muss man haben. Insektor. Dann kannst du halt einfach deine eigenen Karten schießen. Wenn du mal kein Hornet oder so hast, equipst du einfach Centipede oder so aus dem Grave und dann schießt du, kommen die Effekte trotzdem. Das Deck ist eigentlich urmächtig. Dann 2 Schwerter. Ja. Einfach zu gut. 2 Pot. Ja. Ein Foolish, einfach um. Ladybug oder Hornet in den Grave zu bekommen und dann eine Lanze. Die Lanze ist ziemlich gut. Dann ist Ruling zu der Lanze, also wenn du... Sagen wir den hast. Und dann... Das equipst. Dann sagen wir dann, du summonst den, Gegner will TT oder so machen und du machst das. Dann kannst du immer noch Effekt nutzen, um das zu equippen. Das fällt halt nicht irgendwie automatisch ab oder so, sondern das bleibt dran dann. Aber... Die Effekte von dem Ding werden halt negiert, also es gibt keinen Powerboost dazu. Ja. Aber du kannst es dann trotzdem noch abhängen und dann schießen und searchen. Deswegen kommt Lanze ziemlich gut in den Deck. Ja. Also manche haben halt gedacht, dass negiert, das Hornet dann aber negiert. Aber wenn sie equipped sind, wenn man dann Lanze drauf macht, werden sie weggelegt? Ja. Ja, dann schon. Dann werden sie weggelegt. Und dann kommt der Search-Effekt trotzdem. Ja, ja. Da fallen, glaube ich,
genau 10 Stück. Warning und Solem. Ja. 3 Core. Ja. 3 Raw. Beste Karte. Meine Lieblingskarte, ihr wisst Bescheid. Und 2 TT. Man braucht ja nicht mehr. Sehr schnell, schnell auf der Karte. Auf jeden Fall. Jo. Dann extra Deck. Brauchen wir nicht. Extra Deck, ihr alles wisst Bescheid. 3 Ranks, 5 Ranks. Einfach die, die man braucht. Immer Standard eigentlich. Stack momentan, glaube ich, sehr unterschätzt, richtig gut. Matchup so. Die Mermel eigentlich zerfickt, oder? Mermel spielt eigentlich keinen Schutz, ein Warning manche oder so. Schießt, müsste eigentlich alles wegschießen. Wailer wird eh nicht mehr gemaint, von fast keinem Deck mehr. Deswegen finde ich das Matchup eigentlich ganz Wailer gut. Ist gut. Auf jeden Fall. Ich finde, Zeit von Insektor ist, glaube ich, gekommen. Wailer spielt keiner mehr. Und viele Leute haben Compulsory rausgetan, wegen weil Windup am Sinken ist. Und spielen dafür halt so 3 Prism, 2 Mirror Force, 1 Starlight. Das ist halt gefundenes Fressen für Insektor. Fire Fist hat so gar keine Chancen. Schlimmstes Matchup ist halt immer noch Rabbit, vor allem jetzt mit Marco Main. Ich glaube, deswegen wird es nicht so oft gespielt. Aber wenn Verse oder so rauskommt. Oh shit, bestes Deck. Dann wird. Opium! Weiß, kommt drauf an. Opium! Dann wird Rabbit vielleicht nicht mehr auf Makro gehen, weil die Ding haben. Den haben sie dann dürfen. Opium! Ja. Dann spielen die vielleicht nicht mehr Makro, weil die das nicht mehr brauchen. Die blocken das. Die anderen einfach so. Und dann könnte Insektos Zeit gekommen sein. Eigentlich schon mal. Ja. Deswegen. Guter Metacall, vielleicht nichts Format. Auf jeden Fall, wenn Rabbit sich ändert. Und nicht mehr Mako Rabbit wird, sondern Verse Rabbit. Dann hat das zu 100% Verse. Dann hat das Deck richtig gutes Matchup, also passt drauf auf, Leute. Mhm. Jo, das war's auch. Kleines Deck Profile Discussion wieder. Get Rain auf der Zone einem Deck. Und ja, danke Leute, ciao.